Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Raven's Cry. Wir begeben uns weiter auf... Wo bin ich denn gerade? Genau, hier. Wir begeben uns weiter auf den Weg zum Avery zurück und werden unterwegs noch ein bisschen Güter sammeln, alias plündern. Denn wie gesagt, möchte ich ja meine Galeone endlich mal aufgewertet haben. Und zwar komplett. Also brauchen wir noch 9.500 Reales. Die wir zwar gerade hätten, aber danach wären wir arm. Und zwar komplett pleite eigentlich. Wir speichern hier mal kurz. Was habe ich jetzt überspeichert? Ich weiß es nicht, egal. So, weiter geht's nach St. Lucia, beziehungsweise... Ja, nein. Okay. Nehmt alles, was wir haben. Yes, Sir. Ich reiß euch gleich die Eingeweide raus! Bewegt euch nicht von der Gruppe! Okay, das war's mit dem Schoner. Uiuiui, ich hab's gerade gar nicht mehr geblickt. Oh Mann, ich brauch Schrotmuni wieder. Oh shit. Und zwar dringend. Seid ihr Männer oder Männer? So, jetzt. Wir müssen langsamer werden. So, die Galeone ist auch gleich fertig. Fertig mit den Nerven. Oh, mein Rumpf! Verdammt, mein Rumpf! Ah, ich hasse es, wenn sie mir meinen Rumpf zerschießen. Das kostet so viel Kohle. Nein, nicht Segel setzen. Verdammt, ich will doch entern. Oh yeah, Baby, wir können entern. Yeah. Endlich lief das mal ratzfatz. Wie geschmiert. Ich hasse zwar diese Piraten, da, dass sie mich da immer angreifen müssen. Das ist ein bisschen nervig. Da muss ich jedes Mal das Schiff reparieren. Oh mein Gott. Ebenholz, Cannabis. Wow. Geil. Okay, wir brauchen... oh, scheiße, die haben die... Oh, Mann. Ja. Das Segeltuch brauchen wir nicht. Verpflegung können wir mitnehmen. Puh, warum nicht? Wir brauchen wieder Schrotmuni. Unbedingt brauchen wir Schrotmuni. 700 Reales auch noch. Nice. Segel in den Wind. Sofort sie aus, verdammt. Okay, die nächste Galeone. Oh nein, sie schießt auf uns. Nein. Euch lasse ich im nächsten Hafen verrotten. Die werden wir uns aber auch noch holen. Oh Mann, was soll das denn, mein Rumpf? Standhaft, ihr Kanarien! Segel aus dem Wind! Nehmt sie aus dem Wind, verdammt! Okay, ich will noch ein paar. Ich will jetzt entern gehen. Ich will ein paar Crewmitglieder selber noch wieder anheuern, dann von denen. Wobei das Problem ist, sie können dann weiter ballern, dann logischerweise, ne? Oh, nicht dagegen, nein. Oh, fuck. Nein, wir haben sie versenkt, oder? Nein, das kann nicht wahr sein. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht! Mann, nee! Fuck you. Das war so nicht geplant. Scheiße. Okay, dann müssen wir noch das Schonerchen da vorne holen. Okay. Was wir allerdings vergessen können, da das wieder gegen den Wind geht. Dreht der Wind vielleicht auch mal. Das kriegen wir doch in 100 Jahren nicht, oder? Ja, da kommen wir nicht hin. Scheiße. Okay. Weiter nach St. Lucia. Verdammt nochmal. Da haben wir die scheiß Galeone aus Versehen gerammt und sie ist einfach platt. Zack. Zweimal gerammt, tot. Und noch, mein Rumpf hat noch nicht mal Schaden genommen, großartig. Aber ich hätte sie doch lieber geplündert. Vielleicht hätten sie noch was Schönes an Bord gehabt.
Ärgerlich. Oh mein Gott, da fällt mir gerade was ein. St. Lucia ist ein blödes Eck, um das Zeug zu verkaufen. Denn wir haben ja Ebenholz bekommen, genau. Aber vielleicht bekommen wir Cannabis hier los. Ich weiß es gar nicht mehr. Zu einem vernünftigen Preis. Cannabis haben wir jede Menge. Ebenholz nicht so viel, aber egal. Das nehmen wir dann einfach wieder mit zum nächsten Hafen. Ich muss aber dringend noch zum Schiffsbau und mich wieder flott machen. Denn so mit einem halb angekratzten Schiff will ich nie los. Oh, das ist immer ungünstig. Ungünstig. Oh yeah, geil. Das hatte ich mir erhofft. Cannabis, leck mich am Arsch. Das hat Kohle gegeben. Habt ihr das gesehen? 5 Riesen ungefähr. Geil. Das heißt, das nächste Upgrade erwartet mich, Leute. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein Upgrade kaufen. Das heißt, dann fehlt nur noch eins. Geil. Ein einziges Upgrade noch zu einer vollen, zu einer voll aufgewerteten Kriegsgaleone. Das ist ja keine normale, das ist ja eine Kriegsgaleone. Stand allerdings beim Kauf gar nicht dran, lustigerweise. Vielleicht heißt sie auch nur Kriegsgaleone, weil wir sie so aufgewertet haben. Ich weiß es nicht genau. So, wir können hier Frontkanonen oder Kanonen-Upgrade auf spezielle Sprengbomben. Was holen wir uns? Holen wir uns erstmal das teurere. Nee, das wollen wir jetzt übernehmen, genau. Und wir müssen leider noch warten. Zack, zack, wir haben noch 8000. Wir brauchen noch Schrotladung. Oh, das kostet wieder Geld. Oh, oh, oh. Na, mein Gott, was soll's? Wir brauchen's. Wir müssen ja schließlich die Crew vom Gegner zerballern. Dass er uns nicht wieder abschießen kann. Das klappt auch bisher immer ganz gut. Wir speichern kurz hier. Und schippern weiter. Und wir brauchen wieder Geld, logischerweise. Also werden wir irgendwen plündern, wenn es klappt. Englisches Handelsschiff. Oh ja, komm schon. Die holen wir uns. Die holen wir uns. Oh, wieder super Sichtverhältnisse, muss man sagen. Superbe. Oh, oh, oh. Oh nein, oh nein. Scheiße, wir haben sie gerammt. Nein, wir hätten gerade entern können. Oh, nein, nein, nein. Scheiße. Lass mich doch please entern. Please. Jetzt musste ich doch wieder mehr Schrot verballern, um den Rest zu voll zu zerlegen. Bitte nicht wieder rammen. Bitte nicht rammen. Komm schon. Lass mich doch entern. Ich hacke wieder die ganze Zeit auf der Leertaste rum. Na also. Oh, das ist ein Handelsschiff. Eine Fregatte als Handelsschiff. Das könnte schon... Die könnte schon das eine oder andere nette Gut an Bord haben. Nee, hat sie nicht. Das ist natürlich kacke wieder mal. Das ist kacke. Kacke, kacke. Und wir können noch nicht mal wieder alles mitnehmen. Ich will aber lieber den Kaffee mitnehmen. Und den Tabak dafür da lassen. Und dafür nehmen wir noch den Tee mit, weil den Tee haben wir teilweise auch schon ganz gut losbekommen. Aber auch nur teilweise. Ja. Ja, 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 ja. So machen wir das. Wir lassen sie frei. Und wir gehen weiter nach St. Rose. Ich würde gern schon mal probieren, so einen spanischen Konvoi oder sowas anzugreifen. Also ich werde zwar ziemlich aufs Maul bekommen und so zum Plündern ist das nicht so das Optimum, würde ich sagen. Aber wir könnten doch rein theoretisch einfach uns das mal anschauen. Wer da denn so mitschippert bei so einem Konvoi. Weil ich glaube ja, so ein Konvoi, der hat schon was drauf. Aber ich habe noch nie einen angegriffen. Noch nie.
So, lauf, mein lieber Chris. Hallo. Wir gucken mal. Schiff reparieren brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Wir haben so gut wie nichts abbekommen. Das ist perfekt gelaufen eigentlich. Naja, fast perfekt. Deswegen, Tee können wir nicht loswerden. Baumwolle, sehr schön. Kaffee auch, logischerweise. Wenn er 31 bringt. Ebenholz wieder mal nicht. Das ist schlecht, weil Ebenholz bringt, kostet viel Ladungskapazität. Aber den Tee können wir auch nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Das ist zu wenig Kohle. Das nehmen wir dann lieber wieder mit. Und weiter geht's zur nächsten Insel. So, immer schön speichern, nicht vergessen. Genau, und wieder hüpft er mal, anstatt da reinzugehen. Redonda! Nee, da gehen wir nicht hin. Wir gehen nach... wir gehen direkt... What? Da haben wir schon wieder zu wenig Proviant. What the fuck? Okay, wir gehen zu Avery's Hafen. Wisst ihr was? Was mir da auch noch einfällt? Auf der Isle Dauphine. Müsste Isle heißen, ja. Und bei Port Royal, da waren wir, glaube ich, noch nie. Und das kostet uns so fucking viel Geld und Proviant darüber. Das ist total krank. Da werden wir dann irgendwann aber auch mal hingehen. Ich würde schon gern wissen, wie es da ausschaut, was da so gibt. Und wir haben ja vor allem noch die Isle Dauphine. Wir haben ja noch vor allem eine Karte, glaube ich, eine Schatzkarte für die Isle Dauphine. Und Black Rock gibt es hier hinten auch noch. Ich hätte halt hier gern so Zwischenpunkte irgendwie, dass es nicht so weit ist. Aber naja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es noch Zwischenpunkte irgendwann. Jetzt gehen wir erstmal zu Avery's Hafen. Ja, wir haben kein Proviant mehr, ich weiß. Sind wir angegriffen worden? Oder sind wir da? Hallihallo? Hallihallo? Okay, wir sind da. Gut. Hier gab es ja dummerweise wieder mal keinen Händler. Nur einen... ja, genau. Okay. Okay. Wir gehen zu Avery. Und schau mal, was er zu erzählen hat, der Liebe. Ja, was heißt Liebe? Liebe ist er eigentlich nicht. Das ist schon ein sehr hinterhältiger Typ, ne? Aber egal. Soll uns nicht interessieren. Berichte Avery von den Ereignissen. Wie sieht es mit Kensingtons Schulden aus? Einen seiner Geldgeber muss er nicht mehr auszahlen. Aber wenn ihr mich fragt, dann freut er sich höchstens darüber. Falls es so ist, denkt er einfach nicht langfristig genug. Ich bin sicher, mit jedem Tag wird ihm die Sache weniger gefallen. Sein Stern bei den Patriarchen sinkt. Und euer Stern steigt. Ja, der Tag wird kommen, an dem ihr immer mehr einflussreiche Leute die Hand schütteln wollen. Dann beeilen wir uns doch lieber. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Schach? Ich schätze, eine weitere Figur soll verschwinden. Ganz recht. Dieses Mal geht es um eine Lieferung, die Kensington an einen wichtigen Kunden verschifft. Sein Partner wird sehr unzufrieden sein, wenn sie nicht eintrifft. Wer wäre das nicht? Ihr sagt es. Das Schiff hat unsere schöne Insel vor kurzem verlassen. Es sollte also kein Problem darstellen, es einzuholen. Sind wir im Geschäft? Ja, zeig mir einfach die Route, genau. Ich würde sagen, logischerweise machen wir das. Und wenn das eine schöne Lieferung ist von Kensington, dann hat die wieder richtig fett Loot an Bord unter Umständen. Aber das werden wir noch rausfinden. Zeig mir einfach... hier. Unsere Abmachung bleibt die gleiche. Das Schiff muss spurlos verschwinden. Ja, natürlich. Das nächste Gefecht wartet schon. Finde und versenke das Schiff von Averys Geschäftspartner. Ja. Alright.
Eigentlich müsste da doch dran stehen von Kensingtons Geschäftspartner oder nicht. Wer weiß. Egal. Auf jeden Fall gehen wir die mal zerlegen. Das Problem ist nur, ich habe noch... Wo ist das denn, wo ich hin muss? Hier ist das die Jagd. Okay. Wir müssen aber trotzdem irgendwie nach... wir müssen irgendwo noch unser Zeug loswerden. Oh, und da fällt mir ein. Oh, 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 oh. Ganz vergessen. Wir brauchen... wir brauchen Proviant. Ganz dringend. Sonst kriegen wir ein Problem unterwegs, gell? So, hallo, Monsieur Schiffsbauer. Nee, muss es nicht. Was? Achso, das war ja der Rumpf. Okay, genau. So, ein bisschen Proviant haben wir wieder. Das ist, sollte erstmal reichen. Und wir gucken, dass wir erstmal kurz speichern, logischerweise. Wir gehen jetzt, ja, wo gehen wir hin am klügsten? Also hier ist unsere nächste Quest. Aber wir könnten nach San Juan kurz tuckern, genau. Da könnten wir unser Zeug vielleicht verkaufen. Schauen wir mal. So. Denn wir brauchen einen freien Laderaum, wenn diese Lieferung unter Umständen richtig schönes Zeug an Bord hat. Das wäre schade, wenn wir das da lassen müssten. Das wäre richtig schade. Und wir wissen noch, wie das eine Schiff mal aussah, was wir da bei Kensington... Oder was... Das war auch irgendwie eine Lieferung von Kensington, die wir da platt gemacht hatten. Ich glaube, da hatten wir 12.000, 13.000 plus gemacht, nur mit diesem einen Schiff. Das war total abnormal. So, hier Taverne, Verkäufer... rechts müssen wir hin. Wenn ich hier so über die Köpfe schaue, hier können wir gar niemanden beklauen. Warum das denn nicht? Da sitzt da auch schon der liebe Händler. Mal gucken, was der uns zahlt. Sollen wir handeln? Ja, wir sollen handeln. Handeln. So, Ebenholz kriegen wir gut los, aber Tee nicht, deswegen... Ah, scheiße. Egal, den Tee, das machen wir dann folgendermaßen. Den Tee, den hauen wir zur Not weg. Den hauen wir dann zur Not auf das andere Schiff rüber und lassen es da einfach und versenken es mit dem anderen Schiff oder wie auch immer. Das, ja, machen wir dann so. Geht nicht anders. Ich hätte ja für 4 Reales den Tee vertickt, aber die wollen gar nicht mehr. Die haben ja schon, die sind voll mit Tee. Dementsprechend müssen wir das halt mitnehmen. Und ich laufe auf den falschen Steg natürlich hoch. Scheiße. Ach, da guck mal, da können wir jemanden beklauen. Oh, nee. Jetzt hätte ich den fast noch mit dem Messer abgeworfen. Sowas aber auch. Einen Ring, naja. Also ist kohletechnisch, also der ganze Schmuck und so ist geldtechnisch hier echt Murks. Das bringt so wenig Geld, das ist meistens eh für den Arsch. So. Wir gehen zum Gefecht, die Jagd. Ja, da gehen wir jetzt hin. Oh, Alter, verpisst euch. Zwei Kriegs... What the fuck? Wollt ihr mich verscheißern? Zwei Kriegsgaleonen und eine Galeone? Das kann ja nicht wahr sein, oder? Ich muss weg. Ich muss weg. Ich wurde nochmal schießen. Okay, sie haben mich getroffen.
Ich muss hier weg, weg, weg. Oh yeah, Baby. Aha, die haben gerade geschossen und ich kann noch weg. Geil, geil, geil. Schnell weg da. Diese scheiß Typen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Hallo? Geht's euch eigentlich noch ganz gut? Oh yeah, Baby, die Kriegsgaleone ist Geschichte. Muss sie sofort entern, wenn es geht. Lass mich die entern, bitte, 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 bitte. Warum kann ich hier wieder nicht entern? Verdammt, ich hasse es. Ich hasse es. So, jetzt verstecken wir uns hinter der Kriegsgaleone. Ich kann dieses Scheißteil nicht entern. Was soll das denn? Oh, wie ich es hasse, Leute. Wie ich es hasse. Wie ich es hasse. Es geht mir auch noch darum, Flöte, Alter. Schwede. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht aufgeben, Männer. Die Kanonen laden sich nicht von selbst. Das werden wir aufschmerzen. Wir haben sie gleich. Oh nein, ich bin nicht der Grundzähler. Bleib standhaft, ihr verdammten Feiglinge. Das ist sowas von krank. Ich bin sowas von am Arsch, Leute. Und das... warum konnte ich diese Kriegsgaleone nicht ändern? Ich verstehe es nicht. So, die können wir auch schon wieder nicht gleich ändern. Das Gold. Ach, leck mich. Wisst ihr was? Das ärgert mich. Wir machen hier ein kurzes Päuschen. Ich lade neu und wir starten in der Folge das Ding hier direkt nochmal. Ich muss doch entern können. Das geht mir auf den Sack. Ja. Ich will mich aber nicht weiter aufregen. Nein. Wir haben ja gemerkt, wir haben eine ordentliche Chance gegen die, auch wenn wir fast kaputt sind. Aber diese Chance werden wir in der nächsten Folge nochmal nutzen. Und dann hoffentlich mit der Möglichkeit zu entern. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.